Smokers News TV vor Ort, heute in Nürnberg. In Nürnberg bei der Ferron GmbH, das ist Tradition seit 1848. Hier werden Pfeifen produziert und wir haben das Glück, dass wir Bewegtbilder mit der Firma Ferron auch schon seit 2007 machen. Bewegt wird jährlich bei Ferron etwas. Jährlich gibt es neue Pfeifen, auch in diesem Jahr, im Herbst 2020. Der Next Generation Gesprächspartner ist für mich Martin Ramsauer, der Geschäftsführer. Ein bisschen unterstützt aus dem Hintergrund von Juliane Eckert. Viele neue Produkte, auch in diesem Herbst. Und der Herbst 2020, da habt ihr euch wieder 6 tolle Modelle einfallen lassen. Wir werden bestimmt gleich mit dem ersten anfangen. Aber erstmal, grüß Gott. Hallo Herr Will, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Und wie Sie es ja schon erwähnt haben, wir wollen uns nicht nur mit Bildern bewegen, sondern auch mit Pfeifen uns weiterentwickeln. Eigentlich sprechen ja die Pfeifen für sich. Wir verlieren trotzdem vielleicht ein paar Worte zusätzlich und die Neuheiten Herbst stehen wieder an und die wollen wir heute gemeinsam besprechen. Ja, die Pfeifen bei Ihnen stehen ja im Mittelpunkt, das ist ganz klar, aber Ihre Pfeifen haben auch eine kleine Story. Da gibt es auch schöne Namen dazu. Und als ich so durchgeblättert habe, was haben wir dieses Jahr, bin ich eigentlich so zwischen Italien und zwischen Frankreich gependelt. Und ich glaube, wir fangen in Italien an. Da haben wir die Venti, ein schwungvolles Modell in das Jahr 2020. Und ja, passt ja mit der 20, ne? Ja, schwungvoll wollen wir natürlich beginnen. Wir haben sie ja auch bei uns auf dem Prospekt in der ersten Seite. Die Venti, wie Sie sagen, eine sehr schwungvolle Pfeife, die es eben in 3 Variationen gibt. Eben braun, eine eher violette und eine rustizierte Version. Ist eben hier eben auch mit einem polierten Alustück. Wir haben dann eben Faun und den Namen Venti eingraviert und haben neben der Optik auch der Pfeife ein gewisses Standvermögen verliehen. Wie Sie sehen, die steht, hält und wartet im Prinzip auf den Genießer und die Befüllung des Tabaks. Das steht auf so sicheren Füßen wie die Firma Faun. Ja, beides würde ich sagen, kann ich bestätigen. Herr Ramsauer, von Italien mal ganz schnell in den Burgund. Eine Pfeife mit dem Modellnamen Burgund. Was zeigen Sie uns da? Burgund verbindet natürlich schon der ein oder andere mit Weingegend, mit Genießen. Wir haben natürlich einen Genuss in dem Bereich auch hier verbunden, indem wir ja eigentlich ein edles Brierholz, das man von der Pfeife kennt, mit eben ja, einem edlen Korkstück. Wir haben uns da extra eben für so einen Naturkork entschieden, der auch eben marmoriert ist und beides eben in einer matten Oberfläche, hier auch nochmal ein gebürstetes Alu in Form der 2 Ringe mit eingearbeitet und ist eigentlich matte Anmutung in einem zeitlosen Design und das wollten wir auch, sage ich mal, die Verbindung, die Brücke schaffen, Genuss, Wein und aber auch die Pfeife als sich, als solches verbinden mit Kork und Brierholz in einer entsprechenden Anmutung. Ich sehe die Pfeife, ich sehe den Tabak und ich sehe das Glas Rotwein auch dazu. Ja, und natürlich vielleicht, dass man draußen sitzen kann und auch die Natur genießen. Machen wir beim nächsten Mal. Sehr gerne, Herr So, das nächste Produkt, da sind wir wieder ein bisschen in Italien. Piccolo. Piccolo? Ja, wirklich was Kleines? Es ist wirklich was Kleines. Die Piccolo-Pfeife hat aber gewisse Vorfahren, die man vielleicht kurz erwähnen kann und sollte. Wir haben aus unserem gesamten, vielreichen, zahlreichen Programm haben wir uns die prominentesten, attraktiven Köpfe rausgesucht, die auch viele unserer Kunden nachfragen und haben da das ein oder andere Modell, das uns, das den Kunden gut gefällt, rausgegriffen und in kleiner Miniaturform neu interpretiert. Das ist nicht nur eine kleinere Kopie, dass die geschrumpft sind, sondern auch die Formen eben sind nochmal neu interpretiert, aber angelehnt an die erfolgreichen Klassiker, die es bei uns in den Serien gibt. Und da haben wir eben 2 Versionen. Es gibt eben eine Weißpunkt-Variante, hier eben in einer kleineren Ausführung, wie man vielleicht das ein oder andere Modell schon im großen Stil gesehen hat bei uns in anderen Serien und eben in verschiedenen Formen, gerade geschwungene, geschweifte Formen, gibt es eben auch 6 verschiedene Köpfe und die Standardvariante auch, das ist jetzt wieder ein anderer Kopf,
eben in einem schönen Rot, in einer feurigen Farbe, dass eben hier auch der Genuss und die Lust relativ schnell entsteht, hoffen wir zumindest. Sieht spannend aus, schöne Farben. Und der Punkt ist auch überall drauf, ne? Hier bei der Weißpunkt-Variante ist natürlich logischerweise auch der weiße Punkt wieder vorhanden, dass man es eben als solches erkennen kann. So, dann sind wir bei Castor. Das ist wieder ein bisschen römisch, ne? Wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Ja, da gibt es ja auch den Castor-Tempel. Da gibt es eben auch Ruinen, die heute noch existieren. Da haben wir uns auch inspirieren lassen. Und die Castor-Pfeife zeichnet sich durch eben drei Alu-Ringe aus, die eben kombiniert sind mit zwei Brehrholzringen. Und was wir auch immer wieder, haben wir auch bei unserem Modell Edgar schon gemacht, diese Entstehung der Pfeifen wollen wir natürlich schon auch immer wieder zeigen. Im Messestand machen wir das natürlich immer, die Leute können sich das anschauen. Ich habe heute natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, weil die Ringe von der Entstehung, glaube ich, dass man das einordnen kann. Ich leere es bloß einmal aus. Das heißt, wir haben drei solche Alu-Ringe, die wir eben polieren. Und dann kommt ein Holzring dazu, der aber zweimal gebeizt wurde, um diese Bicolor-Optik genauso zu erreichen wie bei der Pfeife. Und das alles zusammen, wie in so einem kleinen Baukasten, wird natürlich alles in Handarbeit eben zusammengefügt, bis eben dann diese fertige Pfeife entsteht. Das ist vielleicht was aus dem Nähkästchen geplaudert, wo man nicht automatisch bei der fertigen Pfeife ansieht, wie die gemacht ist. Und da sieht man mal eigentlich, dass da im Detail doch sehr großer Aufwand immer gemacht wird, damit man eben diese schöne Optik eben dann auch erzielt. Schön. Ja, also das war nochmal Italien. Einer, der auch in Italien viel gereist ist, ist Ludwig van Beethoven. Und Beethoven ist Ihr nächstes Modell. Sie haben ja jedes Jahr eigentlich auch ein Modell aus der Musikszene, das heißt aus der kulturellen Musikszene. Und diesmal sind wir bei Van Beethoven und der hat ja auch schon einen 250-jährigen Geburtstag. Genau, wobei natürlich, recht herzlich gratulieren natürlich noch. Wir haben es zwar nicht jedes Jahr, aber immer wenn eben so Jubiläen sind von bekannten Künstlern, Komponisten, dann setzen wir uns immer mit den Stiftungen, mit den Verantwortlichen zusammen und überlegen, ob wir was machen können. Die sind in der Regel eigentlich immer begeistert, machen das gerne mit und geben da die Lizenz, auch dementsprechend die Unterschrift dazu. Wir haben uns heuer für ein Eichenholzkästchen entschieden, weil das durchaus aktuell immer ein moderner Holzton ist, der gerne genommen wird. Und die Pfeife ist auch wieder, sage ich mal, eher im klassischen Stil. Wir haben uns hier auch wieder eine längere Mundstücksvariante überlegt und auch die Originalunterschrift von der Stiftung, von der Beethoven-Stiftung bekommen und da eben wieder die Originalunterschrift eingraviert und die 250 Jahre zu seinem Geburtstag. Was wir natürlich immer machen bei den Komponistenpfeifen, wir haben auch uns wieder eine Variation von Musikstücken, ein Mix, eine Sammlung aus den bekannten Stücken von Beethoven, es sind einige Klassiker dabei, die man kennt, in einer CD kombiniert, die auch hier mit dabei ist und die letzten Endes auch dann, ich nehme es bloß mal ab, auch mit einem QR-Code, den man sich eben auch streamen kann, um eben auch digital, mobil unterwegs auch die Musik genießen zu können. Ja, schöne kulturelle Geschichte, schöne Pfeife. Ja, das waren jetzt die Pfeifen, die sechs, die Sie jetzt aktuell im Herbst vorstellen oder im Moment vorstellen, nach draußen bringen, im Ende September, glaube ich, dann im Handel sein werden. Eine haben wir noch, die noch mit dazu gekommen ist. Wir haben auch noch, weil wir vorher bei Frankreich waren, das ist die Etienne.
die auch, sage ich mal, durch eine neue Farbe besticht mit der Kombination aus den Aluringen und in der Mitte eher so in 3D-Optik verleiht eine gewisse Tiefe. Die haben wir auch in unserem Herbstprogramm noch mit integriert und bieten eben auch hier wieder 6 verschiedene Köpfe mit an. 6. Mhm. Und das waren in dem Pfeifensegment im Herbst die Neuheiten, die wir neu mit reingebracht haben. Was natürlich nie immer fehlen darf, Sie wissen, Sie riechen ja auch immer sehr gerne, ist auch der Tabak. Ja. Wir haben auch... also Hawaii, immer eine schöne Aussage. Ne? Ja. Hawaii gehen ja auch die Glocken an. Ja? Also ja, Hawaii ist sicherlich auch urlaubsstimmungsmäßig sicherlich positiv mit belegt. Und da haben wir uns auch wieder eher eine fruchtige Variation überlegt. Und bei dem Hawaii... ich bin zwar noch nicht so alt, aber es gab doch bei mir eine Kindheit schon, die ein bisschen her ist. Und wie wir diesen Tabak kreiert haben, ist uns allen eigentlich, nicht nur mir, so gegangen, dass wir uns an eine Süßigkeit erinnert haben aus älteren Zeiten, und zwar die Erfrischungsstäbchen. Die sind zartbitter, ja. Vielleicht kennen Sie die auch, ja. In Orange und in Zitrone. Ja. Ja. Und wenn Sie vielleicht diesen Geruch ja. noch im Hinterkopf haben oder in der Hinternase, dann dürfen Sie jetzt, Herr Will, mal riechen, ob Sie das auch so sehen wie ich. Ich bin dabei. Sehen Sie es, die Erfrischungsstäbchen? Ja. Zartbitter? Ja, wunderbar. Und das ist uns irgendwie so gegangen, und ich denke, vielleicht der ein oder andere Genießer, dem... Schöne Raumnote, wenn er geraucht wird. Ja. Genau, ist ein ganz angenehme, ist ein sehr milder Tabak ja. und ein sehr fruchtig, aber nicht zu aufdringlich, ja. Eine Raumnote, die durchaus erfrischt. Und vielleicht würde mich freuen, wenn es da vielleicht auch die eine oder andere Rückmeldung gibt, dass eben vielleicht der Genießer sagt, ja, ich kann mich auch erinnern, der Geschmack, der Geruch geht in die Richtung, dann sind wir da nicht so verkehrt gelegen mit unserer Einschätzung. Ja. Jetzt haben wir den neuen Tabak vorgestellt, wir haben 6 aktuelle Pfeifen vorgestellt. Wir haben auch noch einen Klassiker, glaube ich, hier in der Schublade liegen. Einer, der immer dazu gehört, wenn man über Frauen berichtet, ein Produkt, eine Modellserie, die sich einen richtig tollen Namen geschaffen hat, und das ist Auenland. Ja. Die haben wir auch wieder mitgenommen, die Auenland, die wir immer auch vorstellen im Herbst. Wir bringen es meistens schon immer im Sommer raus, im Frühjahr Sommer. Und das ist die neue Alma, wie auch bei allen Auenlandpfeifen, wieder eine komplett neue Form, die wir eben hier kreiert haben. Bei der Form gibt es eine kleine Geschichte noch, die ich kurz erzähle. Die hat eine Mitarbeiterin, die Frau Lüdecke, für uns entwickelt. Das ist eine Bildhauerin, die vor Jahren bei uns angefangen hat und das Pfeifenhandwerk erlernt. Die hat unseren Herrn Bauer, der in Rente gegangen ist, mehr oder weniger als Nachfolgerin beerbt und hat von ihm auch das Handwerk mitgelernt. Die hat alle Stationen bei uns durchlaufen. Und das ist eine junge Mitarbeiterin, die einfach Spaß an dieser Arbeit hat und an den Formen, und hat eben eine eigene Sprache, wie jeder irgendwie auch eine eigene Formensprache hat, und hat uns da eben immer wieder Skizzen, hat Prototypen selber entwickelt und hat uns dann schlussendlich diese Form mitgegeben und angeboten. Und die hat uns auf Anhieb gefallen, diese sehr ergonomische Form, die sich wunderbar in der Hand anschmiegt, und sind wir auch sehr froh, dass wir da eben auch Mitarbeiter haben, die irgendwo auch sich Ideen entwickeln. Und das ist das Schöne bei uns eigentlich, in so einer Manufakturumgebung kann man auch mal was ausprobieren, kann man eben Ideen auch irgendwo verwirklichen und dann sich zusammensetzen mit uns, und dann entstehen eigentlich immer tolle Ideen. Das muss nicht immer einer alleine machen. Wir sind eine große Familie, eben wie Sie sagen, seit 1848, und das ist eigentlich der Charakter, den wir bis heute eigentlich noch haben. Wir sind schwungvoll gestartet. Wir enden auch mit einem schwungvollen Modell. Und ich bedanke mich für das schwungvolle Gespräch durch die Pfauen-Neuheiten jetzt im Herbst 2020. Ich wünsche mir viel Erfolg mit all den Dingen, die Sie jetzt noch in der, im Köcher haben und was noch vielleicht dazukommt. Aber jetzt geht es erstmal wieder verkaufen in einer nicht ganz so einfachen Zeit. Aber ich denke, Sie sind gut auf dem Weg dazu.
Ja, wir sind sehr positiv. Wir haben uns auch, weil Sie sagen von den Modellen, ich möchte es bloß noch kurz ansprechen, wir haben ja die Hawaii zum Beispiel herausgebracht, wo eben diese Lockerung der Geschäfte wieder langsam angegangen ist. Das gesamte Modellthema haben wir uns überlegt, wann bringen wir was raus, wann soll man den Handel mit neuen Modellen unterstützen. Und bei der Hawaii, die wir auch schon im Mai vorgestellt haben, die ja eben an Holz-Surfbretter orientiert ist, war auch wieder was Neues. Und das war auch die Rückmeldung vom Handel, dass das doch der richtige Zeitpunkt war, Neuheiten mit rauszubringen und dem Handel auch die Unterstützung zu geben, was Neues zu zeigen, weil die Leute teilweise eben wieder rausgehen, die wollen sich auch irgendwie eine Freude machen und nicht nur im Homeoffice arbeiten oder irgendwie warten, bis die Lockerungen noch mehr werden. Und das war eben auch, wo wir Gott sei Dank auch mit den Händlern gemeinsam gesehen haben, dass wieder schon diese Freude und diese Notwendigkeit, was zu zeigen, da war. Und viele Rückmeldungen sind auch von den Handeln und Händlern schon gekommen, dass das auch sich jetzt wieder irgendwie positiv darstellt, dass die Leute wieder rausgehen. Und da wollen wir natürlich gemeinsam mit dem Handel, mit unseren Modellen für vielleicht die eine oder andere Freude und Genuss eben sorgen. Ja, wir haben am Anfang auch schon gesagt, Faun steht immer für kreative Entwicklung, für schöne Modelle. Ich habe sie schon mal gesehen und ab jetzt können sie unsere Zuschauer auch sehen. Nochmal viel Erfolg weiterhin mit dem Unternehmen hier. Viele Grüße an die Familie Eckert. Richtig, Herr Ernst, vielen Dank. Ja, und alles Gute bis zum nächsten Mal. Und danke, dass Sie da waren, Herr Wild. Danke. Danke.